Ja, liebe Zockerlauncher, herzlich willkommen zurück bei den Siedlern 3 mit den Trojanern im Add-on. Wir haben eigentlich gerade nur ein Ziel, das wir verfolgen, nämlich hier drüben ein Türmchen zu bauen. Dann sind wir eigentlich erstmal safe, wenn ich den abreiße, weil dann kann die KI mich nicht mehr angreifen. Leichter gesagt als getan, denn dafür muss ich erstmal einiges rüberporten und habe noch nicht mehr hier die Produktion am Start und habe maximal noch eine halbe Stunde Zeit. Also es kann sein, dass am Ende dieser Folge hier jetzt sich schon ein Sieg oder Niederlage entscheidet. Natürlich hätte ich wieder schneller sein können, habe ein bisschen mein Holz unterschätzt und habe gedacht, ich hätte eine Säge und eine Axt mehr. Das ist dumm. Ja, sag was wie es ist. Prio raus. Prio rein. Okay. Bringst du schon hierher? Prima. Er hat jetzt hier sein Brett fallen lassen? Komm, hol eins. Jawohl. Weitermachen. Eins, zwei, wo kommt das dritte hier? Gut. Tschüss, Prio. Okay, da kommen auch Bauarbeiter. Okay. Die jetzt wieder gehen, aber ihr hämmert das ja auch zusammen, ne? Und ihr könnt jetzt hier einen Haufen Kohle und Eisen hinschleppen und dann können wir wenigstens mal Werkzeuge bauen. Soweit, so gut. Was habe ich denn? Hier. Ach, da oben weiter. Und ihr habt im Prinzip alles erforscht, was es im Erforschen geht. Jetzt setzt euch vor die Grenze und alarmiert mich, wenn er kommt. Du machst hier einen guten Job, ne? Hier werden auch mal Steine. Okay, wenn das jetzt hier ersiegt. Versiegt. Und du brauchst auch gleich einen neuen Job, ne? Was ist eigentlich hier los? Stehst du dumm rum? Ja, Säge. Ja, ja, ist gut. Mann. Wir hammern doch schon wie die Wilden. Wir haben auch schon Eisen hergestellt. Also immerhin. An Nahrung ist noch gar nicht zu denken hier. Was haben wir eigentlich? Sensen 2. Immerhin. Mal jetzt eigentlich mal auch in Bau geben, ne? Zwei Bauernhöfe. Nur wohin? Nur wohin? Das macht vielleicht hier unten Sinn. So und so. Mit einer Windmühle und zwei Bäckern. So, und wenn du anfängst, dann mach's bitte gleich eine Axt und eine Säge. So. Und Gott sei Dank haben wir noch Kohle übrig. Okay. Nächste wichtige Gebäude, das wir brauchen, ist ein großer Tempel. Boom. Und dann auch mehr Wasser. Boom. So. Ihr nehmt fleißig hier weiter ein. Ja, immerhin haben wir eine schöne Fläche eingenommen. Das
Ist gut. Wir haben Holz. Ja, jede Menge. Wir haben aber auch Stein. Passt. So. Und dann können wir hier mal anfangen, Lager zu bauen. Holz. Holz. Und Stein. Und dann eins für Werkzeuge. Und ich glaube, das ist auch so... Jein. Holz einfach mal. Ist ein bisschen tricky, ne? Mit den Hämmern und Schaufeln, die darüber zu kriegen. Apropos, bau doch da vielleicht auch gleich noch. Vielleicht doch ein paar mehr. Machen wir das mal auf 7, 7. Weil ich glaube, ich hatte 8, ne? Ja, haben wir wenigstens 15. Wir gehen auch so langsam wieder die Siedler aus. Seid schon wieder alle beschäftigt irgendwie. So. Bisschen Honig gibt's auch. Bisschen Wasser demnächst. Also da tut sich dann auch was. Kleine Tempel brauchen wir eigentlich auch noch 2. Boom. Und... Boom. Okay. Okay, 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 okay. Du hast zu tun. Sehr gut. Weiter. Ich werde es auf jeden Fall probieren, ohne Militär. Riskant oder schlau wird sich noch ausstellen. Auf jeden Fall immer noch nach wie vor eine Arsch voll Arbeit. Du solltest vielleicht einmal wieder hier Holz fallen, ne? So. Und warum habe ich da ein Yippie gehört? Okay, du hast nichts gefunden, dann geh doch dahin. Und du mach... Ich baue doch stets, ne? Mach einfach weiter. Kann man da noch Bogenschütze stehen? Also wir könnten auf jeden Fall... noch einen Turm dazu bauen. Proforma. Eigentlich will ich das Zeug hier abreißen. Die Sägen laufen. Hört ihr? Okay, und die Honigwinzer laufen auch. Das heißt, wir kriegen auch schon Mana. Sehr gut. Nicht viel, aber immerhin. Und mach du mal hier die Lücke zu. Damit der Imker hier auch was zu tun hat. Der hat Stein in seinem Arbeitsbereich. Naja. Gibt, glaub, Schlimmeres. Die kriegt man wenigstens weg. Tja, geschuftet wird viel, nur bei rum kommt leider noch nichts.
Wohnhaus brauchen wir auch wieder. Die Fischer sind wenigstens fertig. Also wir kriegen jetzt ein bisschen Nahrung, aber halt nur noch ein bisschen. Deswegen steht jetzt hier auch alles. Die Hämmer hast du produziert. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich 15 Bauarbeiter immerhin. Aber trotzdem noch einen Haufen Baustellen. Ich müsste eigentlich noch irgendwo eine Holzproduktion hochziehen. Echt heftig. Ach, guck mal an, da wäre sogar Gold. Brauchen wir nicht. Glaube ich. Glaube ich. So. Hier kommt so ein bisschen voran, ne? Okay, die Bauernhöfe stehen, das ist gut. Das dauert nämlich auch immer eine Zeit, bis das die mal Getreide abwerfen. So lange muss ich es mit zwei Fischerhütten richten. Boah, leck. Was haben wir denn noch? Spitzhacken? Null. Wow. Auch das noch. Ich baue zu viel. Ich baue einfach immer zu viel. Deshalb wird hier auch nichts, aber auch wirklich gar nichts fertig. Gar nini nichts. So. Minuten rum. Ich werde es nicht schaffen in einer Stunde, diesen Turm abzureißen. Befürchte ich. Also, ich darf grundsätzlich mal jetzt mal gar nichts mehr bauen. Brauche ich auch nicht. Ja. Nee, brauche ich auch nicht. Es muss nur halt auch mal was fertig werden, ne? Wenn ich jetzt mit Brios anfange, könnte das auch schnell kontraproduktiv werden. Hier, Mühle und so weiter, ist alles fertig geworden. Bäcker. Die Tempel, die brauchen natürlich auch Material ohne Ende. Eigentlich auch keine Steine? Auch nicht mehr wie Holz. Ihr verteilt das so schön, dass nichts fertig wird. Doch, wir kriegen jetzt immerhin mal einen Priester. Dann könnten wir einen Teleport vorführen. Okay, wenn ich jetzt hier Hämmer und Schaufeln drin hätte und ein bisschen Stein und Holz, würde ein Teleport vielleicht reichen. Vielleicht. Zumindest einer, um mir Zeit zu erkaufen. So, hier ist unser Priester. Wir können direkt Waren schicken. Das ist gut. So. Problem ist nur, dass wir auch was zum Einlagern brauchen.
Immerhin mal eins fertig. So. Bringt ihr den Fisch? Wir sollten mit der Kohle... Oh, guck mal, ich kann befördern. Wir sollten mit der Kohle... was will ich sagen? Die Werkzeugschmiede ein bisschen bevorzugen. Vor der Eisenschmelze. Denn da sind schon 8 Eisen drin. Okay. Ihr tut was. Und so ganz langsam, ja, wird was fertig. Und wie gesagt, ich möchte gar nichts mehr bauen. Das war's eigentlich. Jetzt muss nur der Bauerntrick funktionieren. Stell ich mal hier in die Mitte. Von hier wird teleportiert. Cool wäre halt auch noch ein Steinmetz, ne? Nehme ich mal an. Hast du hier überhaupt noch Steine? Man weiß es nicht. Drei Holz. Immerhin, immerhin. Naja, hier fehlen auch Steine. Und du gehst auch so Richtung Ende entgegen, ne? Ah ja, okay, aber er baut immerhin ein bisschen seine Schaufeln ab. Sie, sorry, nicht er, sie. Die Lager sind jetzt fertig. Jetzt haben wir noch, wenn es gut läuft, eine Viertelstunde. So, den hast du auch geschafft. Das wäre alles nicht nötig gewesen, verdammt. Weiter, 7 Holz. Ein Holz. Sonst noch irgendwo Baustellen? Nicht. Dann würdet ihr doch eigentlich jetzt schon anfangen, Steine einzulagern. Wenn ich mich da nicht täusche. So, du hast es hinter dir. 4 Holz. Und sind hier noch irgendwo Steine? Steine hast, bitte. Doch, da hackt er noch irgendwo. Irgendwo da höre ich ein Picken und du hackst hier, okay. Dann bist du jetzt auch eher so in die Richtung unterwegs. So, voll besetzen. Okay, dann... Keine Ahnung, ob mir das was bringt. Dann. Ist jetzt doch das letzte Gebäude fertig. So, und wir haben viele Siedler, die jetzt auch Sachen einlagern können, oder? Lasst mich kurz gucken. Brauche ich jetzt noch Planierer? Nö, also dann können wir die Aktion mal machen. Wir stellen jetzt... Tja, wenn ich die Taste wieder finden würde. Na. Das gibt's doch nicht. Hier. 0%. Was passiert? Schmeißt ihr eure Hämmer weg? Oder sind das nur neue, die dazukommen? Du sollst noch 3 produzieren, dann mach jetzt auch mal 3 Hämmer dazu. Ihr schmeißt eure Hämmer und Schaufeln nicht weg. Interessant.
Interessant, dann hätte ich das gleich auf 0% stellen können. Also schon was gelernt, dann hätte man es nämlich schon gehabt. Warum ihr jetzt hier nicht das Holz einlagert, das ist jetzt auch wieder eine Frage der Fragen. Macht das doch. Och, da liegt ein Stein. Einer. Was kostet denn? Sehe ich nicht. Aber ein Stein wäre ein bisschen arg wenig. Jetzt sind schon zwei, immerhin. So, was wir jetzt natürlich bräuchten, wären Brote. Das wäre jetzt voll cool. Und so, wenn ihr mal hier... hier schnappt ihr... Ja, Getreide. Genau so. Boom. Noch 9 Minuten. Kommt schon. Können auch hier einen Turm reinbauen und dann alles mit Bogenschützen voll machen. Das könnte auch gut verteidigbar sein. Aber nö. Ey, komm, mach das Werkzeug. Es tun auch zwei Hämmer und zwei Schaufeln. Gut, immerhin haben wir was gelernt. Das können wir mal machen. Das ist die Taste X. Das ist nur, was da, was in Zukunft passiert. Ich habe gedacht, ich könnte euch zurückverwandeln. Nö. Jetzt wäre es natürlich... Jetzt liegen die Schaufeln hier. Lagert die doch ein. Mann. Ach ja, komm. Noch ein Priester am Start? Nee. Meinst du, der Zauber geht schon zweimal? Sieht so aus, ne? Dann mach mal Waren schicken. Komm. Ja. Nimm mal einen, damit wir auch was sehen. Pack den mal irgendwo hier hin, wo ein bisschen Platz ist. Komm du auch mal hierher. Komm du auch mal hierher. Komm du auch mal hierher. Kommt ihr alle mal hierher. Schönes Riff. Wichtig ist, dass du da auch unbedingt irgendwie Steine dabei hast. Oh, lass doch mal die Priesterin in Ruhe. Komm, mach mal. Waren schicken hierhin. Okay. Funktioniert. Dann geh jetzt mal hier runter. Und guck, dass da auch Hämmer dabei sind. Sieht so aus, als wäre einer dabei. Und du brauchst vielleicht auch gerade den zweiten. Ihr könnt euch mal zurückverwandeln. Und den Ritter brauchen wir auch hier. Also weiter, weiter, weiter. Du hast nur noch hier hinten Steine. Das ist ein bisschen kacke. Da können wir eigentlich schon mal hergehen und einen Stein mit setzen jetzt. Steinbruchhütte hier. Genauso wie hier. Irgendwie glaube ich, dass du spätestens jetzt durch bist, ne?
So, du sendest jetzt nochmal Waren. Geil. Das Eisen hätte jetzt nicht sein müssen, aber ist okay. Danke, jetzt haben wir alles. Das heißt, wir können hier... Tja, wirst sowieso alles so eingestellt, ne? Jetzt einen Turm bauen, los. Schnappt euch eine Schaufel, schnappt euch... Ja, gut. Boom. Brauchst du noch eine Hack... Ja, ne, brauchen wir nicht. Reißen den ja dann auch irgendwann ab. Gut. Es baut da drüben. Yeah. Dann brauchen wir jetzt... Können wir das jetzt hier eigentlich wieder auf... Ich weiß gar nicht, wie die Einstellung war. Was wir dann aber hier noch brauchen, sind eine Säge und zwei Äxte. Und eigentlich auch eine Spitzhacke. Jetzt hast du kein Eisen mehr, ne? Das habe ich jetzt alles weggeportet. Super toll. Krasse Aktion von mir. Mann. Wir haben jetzt aber gleich ein bisschen Zeit, dann können wir auch als die Schweinefarm bauen und die Schlachterei. Und jetzt habe ich noch 3 Minuten. Bau diesen Turm, los. Ach komm, wir kaufen uns die Zeit. Das klappt gerade so, hä? Huh? Also ich habe keine Ahnung, wann ich angegriffen werde, ob ich überhaupt angegriffen werde, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass dann auf jeden Fall Ruhe ist, wenn die hier nicht mehr sind, weil er hier nicht angreifen kann. Also los! Ja. Komm. Besetz. Boom. So. Wir speichern mal eben ab. Und jetzt reiß ich euch ab. Und ich bin noch da. Geil. Und damit kann er mich nicht angreifen. Hat funktioniert. Sehr gut. So, ihr beginnt mal hier einen Holzfäller zu setzen und eine Steinbruchhütte. Vielleicht reichen dafür die Ressourcen ja noch. Für was sie wohl eher nicht reichen werden, ist ein Sägewerk. Wer weiß. Aber ich glaube, ich habe nicht genug Steine hier. So, das wäre dann mal das Minimum. Haut mal einfach wieder Steine rüber, kein Problem. Die hier können wir jetzt auch abreißen. Und dann haben wir auch wieder die Spitzhacke frei. Los. Geht mal da rüber, geht mal aus dem Weg. Was ist eigentlich hier los? Warum kommt denn der Förster nicht hinterher? So, kriegst Verstärkung. Kein Ding. Hier ist genauso. Kriegst du auch Verstärkung? Du hast hier noch eine Lücke. Du kannst da unten helfen, genauso wie du. Und da oben sieht es genauso bescheiden aus.
Also, Förster, auch du. Flatsch, los. Wir könnten derweil wieder hergehen und wieder Waren senden. Hier liegen nämlich ein Haufen Steine mit drin. Steine? Ja. Prima. So. Dass ich hier auch was zum Bauen habe. Und dann ist die Frage, wie weit bist du werkzeugtechnisch? Ach ja, gut. Wir haben gerade eh nicht genug Mana. Müssen jetzt erstmal warten. Aber ich glaube, so ungefähr haben wir ja gewonnen, ne? So, ich speichere mal ab und sage, liebe Zockerlauncher, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao.